Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play der Zwo Gauner. Wie ihr seht, will ich euch heute League of Legends vorstellen. Und zwar komme ich dann auch gleich schon auf das Setup zu sprechen, weil ihr kennt das Spiel wahrscheinlich schon, wenn ihr es jetzt bei YouTube gesucht habt oder auch nur zufällig drauf gestoßen seid. Wenn letzteres der Fall ist, werde ich euch später noch was dazu erzählen. Auf jeden Fall jetzt erstmal zum Setup. Und zwar spielen die Gegner, wie ihr seht, ein AOE-Setup, Morgana, Amumu, Sona, also drei schöne AOEs, die, wenn sie richtig ausgeführt sind, auf jeden Fall richtig reinknallen werden. Dann noch gepaart mit Darius Ulti, kann es auf jeden Fall richtig böse werden. Und wenn sie das richtig ausführen, ja, werden wir wahrscheinlich verlieren. Auf jeden Fall, wir haben einmal Nidalee, mich, Ezreal, Gragas, Soraka und der vorletzte Pick ist jetzt noch nicht connected. Dementsprechend weiß ich nicht, was es jetzt nochmal war. Hab ich jetzt vergessen. Sorry. Auf jeden Fall, Gragas ist klar, wurde jetzt gepickt, um das AOE-Setup, wenn möglich, auszukontern, weil er durch sein Ulti dann, ich sag jetzt mal, das gesamte Positioning der Gegner durcheinander bringen kann. Weil AOE-Setups nun mal so funktionieren, dass wirklich fünf Leute zusammen sein müssen. Das heißt, es ist wirklich ein totaler Gegensatz, wie beispielsweise Split Push von einem Shen oder Twisted Fate oder Poke. Poke wird ja mit Heimerdinger mal ganz lustig gespielt. Jedenfalls habe ich es bisher so mitgekriegt. Also momentan gammel ich hier jetzt auf dem 1550er Rating rum, glaube ich. Bin ziemlich tief gefallen. Hab das Spiel auch schon länger nicht mehr gespielt. Aber gut. Scheint so, dass wir ein DC haben. Wie das jetzt aussieht, das ist der Jungle. Ja. Das kann dann relativ böse sein. Ich zock Nidalee auf der Top als AD, Tanky. Und zwar spiele ich gegen Darius. Ich habe ehrlich gesagt so gut wie noch nie gegen Darius gespielt, weil ich echt eine lange Pause gemacht habe. Und zwar kurz vorm Darius-Patch. Dementsprechend weiß ich jetzt gar nicht so genau, was auf mich zukommt. Ah ja, übrigens, wir haben Maokai als Jungle, wenn er denn jetzt da wäre. Ah, da ist er auch schon wieder. Und ja, also so wie ich mich kenne, vermute ich jetzt mal einfach, dass ich gegen Darius verlieren werde. Gragas, ja. Gragas gegen Morgana ist ein Farmfest. Vermutlich wird Morgana gewinnen. Und Sona, Corki gegen Ezreal, Soraka. Ja, ist letztendlich alles skillabhängig. Ich sage mal, es ist alles ausgeglichen, wobei ich in Teamfights den auf jeden Fall die größeren Chancen geben würde. Allein weil sie wirklich einen CC nach dem anderen haben. Haben hier drei große CCs, drei Stuns. Beziehungsweise ein Root, zwei Stuns. Man kann ganz schön böse werden. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, Darius hat echt böse Slows. Also weiß ich gar nicht, ob ich so wunderbar poken kann, ob ich traden kann mit ihm. Also traden ist, wenn man gegenseitig sich halt angreift und versucht, effizienter vorzugehen. Sprich, dass er mehr Leben verliert als du selbst. Also der Trade sich gelohnt hat. Ja. Ob ich das hinkriege, weiß ich nicht, weil ich habe schon mal gesehen, dass er so Mini-Nautilus-Hook hat und dann noch mit Bluten und was weiß ich. Ja, dann werde ich mich mal überraschen lassen. Als Jungle haben sie einen Amumu, der. Es sollten eigentlich nicht die übelsten Probleme werden, sobald ich 6 bin. Vorher mit einem Red-Buff. Eigentlich unwahrscheinlich, dass er Top-Ganken kommt. Aber mal sehen. Darius ist jetzt auch momentan nicht da. Ich schreibe jetzt einfach mal kein SS. Da ist er ja. Ja, gut. Also er startet in Boots, während ich mit Kloss gestartet habe, weil ich einfach auf dem Riggles gleich gehen werde. Jetzt poke ich hier mal ein bisschen einfach, weil ich es kann. Ist auch schon Level 2. Doof.
Ja, der macht mächtig Schaden. Das wird ganz, ganz böse werden, glaube ich. Wobei, mal sehen. Man soll den Tag ja nicht vom Abend loben. Ich weiß auch gar nicht, ob sie Nidalee jetzt genervt haben oder nicht. Inwiefern das von den Patch Notes aussieht. Da kommt Maokai hoch zum Gank. So, Flash würde ich jetzt eigentlich nicht wasten wollen. Wunderbar. Gleich schön 230 Gold für mich. Oh, fuck it. Das kommt jetzt schon wieder durchs Bubblen, dass ich wirklich mich hier konzentriere wie ein Boss, nämlich nicht. Wie auch immer. Ich werde mich bestimmt wieder einspielen gleich. Also ich war mal in einem relativ hohen LO unterwegs, also damals jedenfalls. Ich glaube, jetzt inzwischen gibt es schon Forellenlord und Co., die jetzt auf 2800 und was weiß ich alles rumgammeln. Also da kann ich jetzt nicht mithalten. Ich habe zwar schon gegen ihn gespielt, aber auch nur im Premade dann. Und zwar im ESL Cup. Also kann ich jetzt nicht sagen, inwiefern sich das unterscheidet jetzt großartig. Wahrscheinlich ist, also ich denke mal, dass mit der Zeit, mit den Seasons, sich das schon alles verändert hat. Alter. Last Hitting vom Feinsten. Nämlich nicht. Also er spielt jetzt hier, ich weiß nicht, ein Phage oder ein Riggles, das ist mir noch nicht klar. Auf jeden Fall hier gerade Gragas gegen Morgana gewonnen. Wahrscheinlich mit einem Gank. Ich habe es gerade nicht genau gesehen. Ich gucke jetzt auch in die Mitte und verpasst die CS. Auch alles ganz toll. Also ich habe jetzt wahrscheinlich schon wieder 6 CS gemisst. Das ist wunderbar. Ja, was gibt's zu erzählen? Ja, momentan passiert ja nicht so viel. Deswegen bin ich jetzt einfach mal ruhig und halt die Klappe. Auf jeden Fall habe ich momentan einen Levelvorteil, das hilft auf jeden Fall gar nicht wenig. Also wenn ich jetzt gleich Level 6 bin, halbes Level noch, müsste ich theoretisch fähig sein, ihn zu killen, weil er einfach, ihm fehlt jetzt einfach der Flash. Ich habe einen, er nicht. Und mit der E-Q-Kombo von Nidalee liegt er halt im Staub, ehe er sich versieht. Es sollte eigentlich klar gehen. Ich werde ihn jetzt auch nicht poken, weil ich ihn nicht wegschicken will. Also ich will ihn jetzt echt gleich den Kill holen. Das ist jetzt auch jeden Moment so. Zwei Creeps oder so soll es noch sein. Kann sein, dass er jetzt bait geht. Oh. Jetzt regt er mich auf. Ja, das war jetzt alles wunderbar. Das war richtig dämlich von mir. Hätte ich ihn doch. Aber ich habe ehrlich gesagt auch nicht damit gerechnet, als dass sein Passives oder was auch immer, das war wirklich so extremst tickt. Das war ja richtig übel. 200 Damage. Level 5. Naja, was soll's. Ich bin schneller da, er verliert mehr. Wobei, wie sieht's? Ja, was soll's. Ja, das war echt schlecht von mir. Aber ich bin, hätte ich. Mit, ich bin auch mit so einer Spielweise jetzt nicht vertraut. Ich bin noch ein bisschen in der Farm-Mode. Und verkackt selbst da. Also, mal sehen. Ich werde jetzt ein bisschen aggressiver spielen, einfach weil ich es kann. Ich glaube, traden werde ich nicht mit ihm können. Das weiß ich aber nicht. Er spielt hier mit so einem.
Ja, also kann ich doch mit ihm traden. Das, ja, lief besser als erwartet. Dass er schon wieder Flash ready hatte, das hat mich jetzt aber verwundert. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Aber gut, was soll's. Jetzt verliert er natürlich ordentlich. Und Amumu geht jetzt zum Drake. Werden sie aber nicht machen. Also, ich kann jetzt durchpushen, wie ich will. Werde ich auch machen, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die Mitte ist. Ah, das ist noch da. Und da kommt auch schon der Mr. Draven wieder. Mit einem Ward. Die Ulti knallt ganz schön gut rein. Ich weiß jetzt, hat er den Ward gestellt? Nö, er hat den Ward gekauft, ihn aber nicht gestellt. Das hat ihm jetzt ja, ein bisschen das Genick gebrochen. Es wirft ihn auf jeden Fall zurück, weil er wirklich nicht zum Farmen kommt. Aber gut, mich soll es nicht stören. Der Tower wird jetzt auch durchgepusht sein. Also, das ist jetzt nicht unbedingt die schlauste Entscheidung. Ich lasse mir vielleicht auch noch ein bisschen Zeit, weil Draven mit seinem Verlangsamungsscheiß und so, da habe ich keine Lust, dass er mir das freest und dann irgendwie Chain Gangs von einem Mammut oder sowas kommen. Das würde mich jetzt wirklich ein bisschen nerven. Zwei Hits und der Tower ist weg. Da hat wohl gerade versucht, Mitte zu ganken. Auf jeden Fall ist die Morgana Mist. Die vermute ich aber, wird man nicht ganken. Aber Nidalee ganken ist eh eine Scheiße, echt ein Scheißjob. Ich meine, so viele Fluchtwege. Ja, da kommt auch Amumu von unten. Dass mich das jetzt getroffen hat, ist ja auch ganz wunderbar. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wo er hingegangen ist, aber kann sein, dass er jetzt irgendwie da noch rumgammelt, aber das würde eigentlich jetzt nicht so ein Problem sein. Ich habe gleich auch wieder Flash ready und kann mir auch einen Fehler erlauben. Sowas natürlich nicht. Er spielt jetzt auch Dodge Boots. Dem sind meine Auto-Hits wohl doch ein bisschen zu nervig.
habe ich mal wieder schön verkackt. Also, ja, echt behindert. Wie, also, oh, Mensch, da spiele ich überhaupt kein Bild. Ich wollte ja Tanky spielen, hatte ich gesagt. Komm, spiele ich einen Warmox. Oder auch nicht. Okay. Ja, Drake kann es jetzt nicht machen, weil den haben wir, glaube ich, hier schon bekommen. Das ist auch das einzige Gute. Ich habe schon 4 Kills. Oh. Na gut, wie auch immer. Ich dachte, es sieht schlechter aus. Ja, und oben wird jetzt ein Gank stattfinden, wo er nicht viel gegen machen kann. Außer eventuell flashen. Das war jetzt der übelste Waste. Also der Flash von ihm war echt der übelste Waste eben, weil... Mann, nur. Gut. Ich soll nicht reden, ich bin eben gegen den Level 8er gestorben. Was soll's? Ich weiß jetzt gar nicht, wann der Drake wiederkommt. Was hat er denn? Ich werde jetzt einfach nur poken. Das wird mir nämlich echt zu gefährlich. Und ich baue zu viel Scheiße, weil ich mich einfach ständig verschätze. Gank. Ein Versuch von der Mu. Ne? Kannst du natürlich jetzt nicht so viel machen gegen den Nidalee. Also da brauchst du schon 3-Mann-Gank, würde ich jetzt mal sagen. Ich werde mich jetzt auch mal langsam in die Mitte bewegen. Oder ihn hier einfach killen. Kommt auch Amumu wieder, ja. Habe ich sogar getroffen.
Würde mich wundern, wenn sie jetzt von hinten kommen. Kann aber sein. Zwei Miss. Und Free Drake haben sie jetzt, weil einfach der Mumu hier oben die ganze Zeit rumgammelt. Ja, und nö, jetzt bewegt er sich runter. Das heißt, ich kann jetzt den Tower durchpushen. Haben sie da denn noch? Ja. Ah, würde ich jetzt gerne denyen den Tower, es geht leider nicht. ja, jetzt haben wir den Drake bekommen, also dafür zwei getradet, das ist vollkommen okay. Kann man nichts zu sagen, also ist jetzt nicht von der Bar gelaufen, aber ist immer noch okay. Fuck. Riggis Proc. Ja, also ich habe 3000 Gold gerade zur Verfügung. Sollte ich vielleicht mal nutzen. Ey, diese Riggis Proc kannst du echt mal noch vergessen. Ich sollte jetzt echt mal ein bisschen was einkaufen. Na okay, ich push die Wave noch hier eben und dann werde ich keine Ahnung, was ich mir dann kaufen werde. Ich wollte mir einen Phage eigentlich holen. Aber, ja. Mal schauen. Fehlen mir noch 800 Gold, dann kann ich auch 3800 holen. Hey, 2 CS verpasst. Alter, das zieht, aber ich weiß nicht, was die Scheiße soll, dass sie mich da hinbaiten. Also kannst du echt vergessen, den ganzen Kack. Pingen da wie bekloppte Leute rum. Alter, Mann. Und dass diese scheiß Ulti von ihm 600 True Damage reinknallt, kannst du auch voll vergessen. Also, richtiger Kack-Joke. Alter. Zum Warmox geholt und wir auf den Phage gehen. Jedenfalls habe ich den Darius um 100 CS überholt, also. Aber es hilft mir auch nicht, wenn er mir echte, was weiß ich, für Ulti-Damage reinknallt. Also, es ist richtig übel.
spielt, glaube ich, ein Sunfire Aegis Bild. Das. Ja, wir sind jetzt 5, kommt kein Initiate. Ja, dann leg auch los, du Vollidiot. Habe ich einen Kill ergattert, das ist ganz okay. Er ist Vollidiot, oder? Nee. Hat er Glück gehabt. Jetzt wurde hier gerade der Drake Spawn angesagt, wurde scheinbar getankt. Das ist ja schon mal was. Oder auch nicht. Oh, falscher Drake Time, Spawn Time, angesagt hier. Naja, was soll's. So, da ist er wieder. Ich habe ja jetzt halt auf möglichst viel Death gespielt, weil es einfach drei AOE-Setups einfach richtig übel sind. Jetzt hat sie Ulti für mich allein gezogen, also. Also, boah, was machen die denn hier? Wenn ich das überlebe, war klar. Das war, also eigentlich hätte ich jetzt nicht sterben müssen, aber sie haben schön sich da aus der Posi rausgehalten, dass ich echt alles auf mich schön raufgeballert wird. Ich bin zwar tanky, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich als Tank unbedingt in der Hinsicht fungiere. Verkacke ich auch gerade mein KDA mit Nidalee, also 9 oder irgendwas 2,5 gerade. Aber egal. Es wird höchstwahrscheinlich ein Win werden, einfach weil wir viel mehr Global Gold haben. Durch, glaube ich, 3 Dragon Sets und Tower sind gleich. Naja. Nein. Ja, jetzt wird es auf Teamfights rausgehen und. Also, momentan sieht es nach einem Win aus. Kann man nichts so sagen. Wir könnten jetzt. Weil wir haben jetzt. Haben auch einfach mehr Feed. Mehr Poke haben wir auch. Theoretisch. Ja. Da sieht man dann, was passieren wird. Nö, der spielt doch kein Sunfire, der spielt irgendwie auf Resis. Also, jetzt hat er sich im Her geholt. Vielleicht eine Büssel oder sowas. Oh, und da kommt der Initiate auf die. Ich gehe auf den Corki. Ja, krieg ein fettes Exhaust ab. Alter. Enemy double kill. You have slain an enemy.
sich halt zweimal von dem Cage treffen lassen. Das war richtig dämlich. Haben trotzdem noch den Fight relativ gut überstanden. Oben eine Wave, die hole ich mir eben. Wenn ich nämlich durch die Büsche durchlatsche, werde ich schneller. Das ist das Passive von Nidalee. Kennt ihr höchstwahrscheinlich auch. Aber ich wollte es nochmal erwähnt haben. Also momentan 234 CS, 30. Minute. Ganz okay, aber könnte viel besser sein. Naja. Wie auch immer, bald habe ich mein Trinity voraus und dann sollte ich auch mal ein bisschen mehr Damage drücken. Weil, wie gesagt, gerade bin ich auf Corki gegangen, hat mich dann aber mit einem Exhaust von der Sona, hat es mir wirklich viel Zeit gekostet und auch ein Flash. Aber naja, was soll's, Kill, passt schon. Also die Falle von ihr ist wirklich sehr geil, einfach durch das Prozentuale. Ich weiß jetzt nicht, wollen sie jetzt... Lassen sich wahrscheinlich eh picken gleich. Also wenn jetzt mal der Amaokai das tun sollte, macht, was er soll, wäre das schon relativ easy. Lol, total durch Amumu durchgegangen. Ich weiß jetzt gerade nicht, was wir machen. Ob so Baron Force oder was weiß ich. Mir läuft jetzt bloß der Red aus, den ich gerade lieb gewonnen hatte. Jo. Ja, zwei Wards auf einmal hier gestellt. Auch nicht schlecht. Also sie wollen sich wirklich initiaten lassen, ja. War abzusehen. Ich habe jetzt einen Nasch angesagt, einfach weil wir es können, sind drei tot, wir haben keinen verloren. Dementsprechend gibt es eigentlich kaum was Besseres, was wir gerade machen können. Wir können natürlich weiter pushen, aber was? Ich nehme dann lieber die sichere Sache. Weil ich habe schon oft genug irgendeinen Scheiß durch Nasch verloren. Da habe ich gerade echt keinen Bock drauf. Also wie gesagt, wir haben extremsten Global-Gold-Vorteil. Das ist richtig übel. Und ich weiß jetzt gerade gar nicht großartig, was ich mir holen soll. Was haben sie denn? Viel mehr Magieschaden haben sie eigentlich. Lohnt sich jetzt eigentlich nicht so extremst. Scheiß drauf. 160 MR reicht mir. Haben sie, glaube ich, auch genervt. Ja, scheiß drauf. Kann zur Not noch verkaufen. Dann geht er schon. Ja, der hat jetzt auch nichts.
Aber sie dürfen jetzt auch nicht mehr. Sie wissen, sie haben bisher, glaube ich, jeden Fight verloren. So, ja. Ja, eigentlich sollte es jetzt gegessen sein. Jetzt wollen wir das gegnerische Team, dass wir Morgana reporten. Warum auch immer. Ich frage mal nach. Ach, hatte sie wohl ein DC. Ja, das ist jetzt einfach nur schön poken. Ja. Ey, dass ich hier aber auch nichts abkriegte. Ja, wie gesagt, das war das GG. Oder ich hoffe, euch hat es einigermaßen gefallen. Das Spiel war jetzt nicht allzu spannend. Ich wollte euch nur mal. Ich wollte es ehrlich gesagt mal ausprobieren. Ist auch mein erstes Let's Play. Ja, wenn ihr irgendwelche Kritik habt oder was ich verbessern kann, wahrscheinlich labere ich zu viel Scheiße, wie auch immer. Schreibt es einfach in die Kommentare. Oder wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, irgendwelche Champions, die ich spielen soll, oder was weiß ich. Oder ich kann auch zu manchen Champs Tipps geben. Also, ich habe mal 2K gespielt. Das heißt vielleicht nicht so viel. Aber ein bisschen was weiß ich schon. Wenn irgendjemand gegen mich spielen will oder mit mir spielen will, auch gerne reinschreiben. Ich bin dafür da. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und vielleicht schaut mal wieder rein. Bye bye.